Sabine Carola Palke, ich bin Autorin und Geschichtenerzählerin und jetzt heute nehme ich einen Text für euch auf, der einfach nur ein wortfließendes Etwas ist, der entstand an einem Tag, wo ich heute noch schmunzeln muss. Wir waren laufen mit unserer kleinen Hündin und plötzlich stand ich mitten im Schwarm kleiner Blaulinge. Ich war wirklich mitten im Schwarm von kleinen blauen Schmetterlingen und ich fühlte mich wie ein Schmetterling und mein Herz ging auf und es war ganz viel Dankbarkeit für mich da zu spüren und ich fühlte mich sehr geführt und so entstand dieser Text hier. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ich zweifle und mir das Universum Zaunpfähle in Form von Ereignissen um die Ohren haut, weil ich immer noch und stetig wieder das Vertrauen verliere. Nein, nicht ganz, aber schon genug verliere und dann sind es halt auch keine Zaunpfähle mehr, sondern dann regnet es halt Puzzlestücke auf meinen Kopf, damit mein Verstand mal kurz stillsteht. Und ich mit dem Herzen lausche und sehe und fühle und verstehe. Um dann zu merken, dass ich nur ein klein bisschen das Vertrauen verloren hatte. So ein klein bisschen. Und dann erfahre ich den Humor des Universums, der wahrlich wundervoll ist. Und diese Heiterkeit ist so ansteckend, dass der Weg des wiedererlangten Vertrauens dann voller Synchronizitäten ist. Und die Botschaften des Lebens wieder wie das Zähneputzen dazugehören und einen dahin bringen, sich plötzlich als Schmetterling in einem Schmetterlingsschwarm wiederzufinden. Und man vor sich hinsingt, wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Und dann ist alles wieder gut. Meine Elfenfreundin schlägt Purzelbäume in der Luft und ich bin wieder verrückt. Mein Herzchen, das klopft wie eine Buschtrommel, weil ich wieder verliebt bin. Ins Leben. In mich. Und ich weiß, ich war ein Stern unter Sternen, wie du auch. Ich glaube, ich war der vierte oder dritte von links. Welcher warst du? Und ich düste einst im Sauseschritt und brachte die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Wie du auch. Erden, bam, bam, bam.